So, herzlich willkommen zu meinem neuen zweiten Hauptprojekt, den zweiten Zelda-Teil für den NES, The Adventure of Link. Ich glaube, wir kriegen auch gleich noch eine Story dazu, was jetzt passiert ist, wenn wir lang genug warten und uns dieses komische NES-Gequietsche lang genug anhören. Ich muss zugeben, ich habe dieses Zelda schon sehr lange nicht mehr gespielt, weil es mir nicht so gut gefällt wie andere. After Ganon was destroyed, Impa told Link a sleeping spell was caused on Princess Zelda. She will wake only with the power of number 3 Triforce sealed in a palace in Hyrule. To break the seal, crystals must be palace and status in 6 well-guarded plates. Link said bla 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 bla. Okay, meine englische Aussprache war mal wieder höchstwahrscheinlich für den Arsch, verstand das auch keiner. Ziel des gesamten Spiels ist einfach, 6 Tempel zu besuchen, weil Zelda irgendwie von einem Fluch befallen wurde, der sie jetzt schlafen lässt. Und wir sollen 6 Kristalle an ihren Platz in 6 Tempeln bringen, damit wir an irgendeinen anderen Tempel kommen, indem wir dann das dritte Triforce-Teil finden und damit wir dann Zelda damit erwecken können. Lange Story kurz, okay, das war der, den ich probehalber mal gemacht habe. Wir machen natürlich einen neuen. Ebenfalls mit dem netten Namen Luffy. Okay. Ja, ich kann mit der Steuerung nicht zurecht, deswegen habe ich A und oben gleich auf einen Platz gelegt. Das mag jetzt zwar etwas komisch sein, aber es geht ja irgendwie auch. Von daher ist das ja wohl nicht allzu schlimm. Problem gelöst. So. Tetratet. So, dann spielen wir auch mal. Und wir starten, wie immer übrigens, im Schloss von Hyrule, in dem wir Zelda schlafen sehen. Die Steuerung ist einfach. Mit A springt man, mit B schlägt man. Man kann ganz viele lustige Sachen machen. Das ist übrigens auch das Besondere an Zelda. Das ist das einzige Teil, wo man sich aufleveln muss. Und zwar in 3 verschiedenen Bereichen. Angriffsstärke, Lebensenergie und der Dingsterbums, wie auch immer das heißen mag. Magie. Und ja, diese Schatten, die ihr eben gerade gesehen habt, das sind die Gegner, wenn wir in einen davon kommen. Dann kommen wir in so einen 2D-Bereich. Also dann sehen wir es nicht mehr aus der Vogelperspektive, sondern alles aus dem 2D-Bereich. Return the crystal to the palace in Parappa. Okay. Ja, das ist diese eine Wüste da hinten. Wie kommt man da jetzt rein? Hoch. Okay. Muss ich den verstehen? Dann gehen wir da halt nicht rein, wenn du es nicht haben willst. Ja. Was auch immer ich sagen wollte. Achso, Kämpfe finden immer auf diesem 2D-Bildschirm statt. Was möchtest du uns erzählen? Talk with my father before you go. Achso, leave town. Ja, dann lass uns doch mal in diese nette Wohnung da. Geh da rein! Willst du mich mobben oder was? Okay, scheinbar wollen sie uns nicht hier drin haben. Och, nun nervt mich nicht. Wie kann man denn noch rein? Das war doch oben, oder? Okay. Ja, es war oben. Gut. Get candle in Parappa Palace. Go west. Ja, schön. Nichts Wichtiges also. Aber hier gibt's auch schon unseren ersten Zauber, weil wir müssen die Zauber auch erst lernen. So, dann lauf gar nicht so weit weg, sondern lad mich mal zu deinem Vater ein. Hey, sag mal. Irgendwie wollen die mich nicht. Da geht's doch. Was wollen die denn? Oder geht man mit A in die Häuser? Dann könnte es natürlich leichte Probleme geben. Okay, einfach gedrückt halten, dann geht's auch. Ja, was du mir erzählen willst, ist mir vollkommen schnurzpiep egal. Keller. Und hier ist ein uriger Mann. In Parappa Desert, use this magic to survive.
Tetretet. So, sind wir glücklich. Shield. Shield? Shield? Wie auch immer. Shield. Kostet 32 Zauberpunkte. Ist unglaublich teuer. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wie man diese Zauber benutzt. Ich glaube mit B oder so. Naja, in fast jeder Stadt lernen wir auf jeden Fall einen Zauber. Und ich werde mir gleich noch einen holen. Oder... Nee, dafür brauchen wir, glaube ich, schon was. Übrigens, diese Städte hier, ne? Welcome to... Rahu. Ja, viele Städtenamen kennen wir übrigens. Und zwar aus dem späteren Zelda-Teil, nicht... A Link... Ne, Ocarina of Time. Die Städte sind teilweise nach den Weisen benannt. Oder besser gesagt, die Weisen in diesem Fall nach den Städten. So. Oh ja. So, es gibt übrigens unterschiedlich hier diese komischen Schleimtropfen, die ihr auf dem Bildschirm seht. Die sind meist gleich die Gegner und hier haben wir einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. So, und wir müssen eben Gegner besiegen, damit wir Erfahrungspunkte bekommen. Oh, 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 das ist ein Fall für die Kerze. Aber sowas von. Okay, na. Holen wir doch erst lieber die Kerze. Die habe ich total vergessen irgendwie. Ja, ich bin mir sicher, wie... Geht mir nicht auf den Sack. Entschuldigung. Ja, wir müssen hier eben XP sammeln, um aufzuleveln. Und um ersten Tempel irgendwie überhaupt zu bestehen, braucht man sowieso überall erst einmal ein paar Level. Deswegen werden wir uns hier jetzt mal in den Wäldern aufhalten, ein bisschen. Und hoffen, dass da auch gleich der Gegner kommt, den ich will. Die können nerven wie sonst was, aber wenn man sie braucht... Oh, stimmt. Dann sind sie nicht da. Ach, hier ist nur Müll. Okay. Ja, das Aufleveln hier gestaltet sich etwas langatmig. Und auch relativ nervig. Oh, verdammt. Naja, sie bringen ja immer schon mal 3. Achso, mit voller Energie können wir natürlich auch wieder Strahlen schießen. Was wir jetzt natürlich nicht mehr können, weil ich Trottel natürlich diese Chance vertan habe. Ja, ich brauche keine Magie, ich brauche XP. Wenn der Gegner einen anderen Gegenstand fallen lässt, gibt es nämlich keine XP mehr. Da wären XP aber... Ach, ob ich sie nun jetzt nehme oder erst in 25 Jahren, ist ja auch egal. So, und damit haben wir das erste Level. Man kann es überspringen, aber es ist nicht ange... Man sollte es nicht tun, weil jedes Mal, wenn man es überspringt, muss man das ganz am Schluss, wenn man eigentlich alle Level haben sollte, alles auf 8... kann alles bis Level 8 noch hochwerten, muss man das mit 900 Punkten nachholen, was natürlich scheiße ist. Deswegen lohnt es sich eben, immer gleich das zu nehmen, was man so hat. So, du hast jetzt garantiert nichts mehr, ne? Da wette ich drauf. Oh, doch, kann man hier etwa permanent trainieren? Das wäre gar nicht schlecht. Ich glaube, das meiste an Training werde ich rausschneiden, weil es doch ziemlich nervig ist, mir dabei zuzusehen, wie Fledermäuse umbringe. So, hau nicht ab, sondern stirb einfach. Ich erlöse euch jetzt mal kurz, schnibbel das raus. Und wir sehen uns dann, wenn ich alles auf 2 habe. Bis gleich. So. Ist es soweit? Wir haben jetzt alles auf 2, das heißt gleich. Wenn ihr euch das mal anguckt und ihr euch fragt, warum habe ich jetzt 1 auf Stärke, 2 auf Magie und 3 auf Life. Das liegt daran, dass alles unterschiedlich steigt und man sieht hier am Fenster... Ah, die Maus ist da. Aber ihr seht sie vermutlich nicht. Für Stärke jetzt einmal hochbringen brauchen wir 200 Punkte. Mit 300 Punkten steigt die Magie und mit 400 das Leben. Und es war jetzt aufgeteilt, erst 50 Punkte Leben, dann 100 Punkte Magie. So, dann anstatt jetzt irgendwie mit 150 Punkten Stärke war 150 für noch mehr Leben. Das heißt, wir haben jetzt 3 auf Leben, 2 auf Magie. Und dann haben wir 200 Punkte. Und damit kriegen wir nun endlich auch unseren ersten Punkt auf Stärke. Für wen sich das jetzt schnell anhört, die Punkte verfallen jedes Mal, wenn wir etwas hoch machen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder neue 300 Punkte sammeln, bevor wir hier fertig sind.
aber ich denke mal, das sollte jetzt erstmal reichen, was wir haben. Ich möchte zu gern erstmal diese Höhle da rein. Verdammt. Weil ich mir einfach sicher war, dass wir diesen Sprungzauber, den wir erhalten dadurch, noch sehr gut brauchen können. Deswegen werde ich hier jetzt mal rein. Ach so, ja. Oh, verdammt, ich habe die Fledermaus an der Decke übersehen. Wobei, ich weiß ja nicht, ob man sie übersehen konnte. Weil man sieht sie ja nicht. Ach so. Ach, verdammt, da hängt er also. Ja. Wie man übrigens Zauber aktiviert, muss sie erst hier einmal anwählen. Dann kann man sie mit irgendeiner Taste. Ich habe gerade vergessen, welche das ist, weil ich hier mit Tastatur spielen muss. Kann man dann diesen Zauber aktivieren. Dann komm her, du blöde Qualle. Ach, Octorok bist du, ne? Ja. Gut. Ey, die bringen ordentlich Punkte. Ich hätte auch hier leveln können. So, und hier ist ein Bumerangwerfer. Das merke ich. Das ist nicht gut. Ich will nicht nur diese Statue. Gut, diese brauchen wir, damit wir... Aua! Den Zauber erhalten. So, was ich jetzt noch sagen wollte zu den Statusen. Wenn man Stärke erhöht, kann man stärker zuschlagen. Das heißt, ja, was eben heißt, ne? Man kann stärker zuschlagen. Bei Magie wird nicht eventuell die Magieleiste erweitert, sondern ihr seht hier doch die Anzahl an Punkten, die sie brauchen für ihren Einsatz, also 24 Punkte. Wenn ich Punkte auf Magie setze, verringert sich diese Zahl. Das heißt, ich muss weniger für meine Zauber verbrauchen. Vorher waren es nicht 32, nun sind es nur noch 24. So, bei Life, also Energie, steigt auch nicht. Wir kriegen einfach nur weniger Schaden dadurch, dass, wenn wir getroffen werden. Man kann die Magie und die Lebensleiste aber noch erweitern mit Herzcontainern und Magiepötten, die wir auch noch finden werden. Vielleicht sogar noch in diesem Part, ich hoffe es. Und ihr tut mir jetzt gerade tierisch leid, dass ihr dieses Gepieps mit anhören müsst. Aber vielleicht ist so eine Fledermaus ja auch nett und schubst uns einmal in den Abgrund. Ne, sie ist jetzt einfach so nett und stirbt. Dann eben so. So, dann holen wir uns jetzt flott nochmal den Zauber. Übrigens, auf den Feldern werde ich nicht angegriffen. Wenn ein... Ja, auf den... Nein, auf den Wegen erscheinen keine Monster. Und wenn ihr von einem Feld kommt und dann rein zufällig ein Monster mit euch auf den Wegen kreuzt, dann sind sie weg. So. In den meisten Städten kann man sich übrigens auch regenerieren. Was wir auch gleich mal in Anspruch nehmen werden, weil die steht hier gerade so praktisch. Ja. I can restore your life. Was die da drin wohl machen, dass es unsere Energie so wiedergibt. Okay, und dieser Mann da ist vermutlich so nett und... Ach, verdammt. Macht unsere Magie wieder frisch. Also, aber wie es nun hier so weitergeht, erfahrt ihr erst im nächsten Part. Es hört sich zu Anfang kompliziert an, es ist gar nicht so schwer, es ist nur eher nervig, das Aufleveln. Aber ansonsten macht dieses Spiel recht viel Spaß. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zusehen. Hat die Lila Lippenstift? Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.